Willkommen zurück zu Tech-Damage. Ich habe jetzt den Hinweis bekommen, dass ich einen Hinweis kriege zum Plattmachen des Eimers. Und das kann ja nur da unten die Pop-Up sein. Stellungen. Also hole ich das mal. Okay, die Richtung. Ich vermute mal, es ist dann der hier. A. X steht da jetzt? Okay, Mega Man CX oder was? Hm. Oh. Platt. Die ungewollte Metamorphose eines Stahleimers. Vor Sekunden noch ein Stahleimer, jetzt schon ein schönes flaches Stück Blech. Ich wünschte, alles in meinem bisherigen Dasein wäre so einfach gewesen. Toll. Tja, und ich habe mich aufgeregt wie Blöder. War so einfach. Habe ich nicht sogar noch gefragt, kann man es irgendwo platt machen? Ich glaube, du müsstest wissen. So. Dann war das erledigt. Ah, das war wahrlich ein guter Einfall. Du hast das Rohr wieder reparieren können. Gut so. Ja. Gut gemacht, junger Freund. Es war echt nett, dass du das Rohr repariert hast. Jetzt wird wenigstens das Dampfrad wieder funktionieren. Hier, nimm diesen Krug mit Matt als kleines Dankeschön. Danke. Tja, und so wurde dieser Eimer draus, ja? Okay. Dauer und Stärke deiner mystischen Fähigkeiten. Ach so. Hm, okay. Gut, aber ich möchte auch mal andere Werte wieder erhöhen. So, Schlagkraft und deiner Waffen, Intelligenz, Einfluss deiner Zauber, Mana-Pool und Schaden werden größer. Okay. Ich möchte auch ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Gut. Kann ich jetzt anfangen zu handeln, ja. Wenn ich den Weg dorthin finde. Okay. Ne, da lang. So, dann hier links rum. Dann hier hoch. So, wer möchte Met haben? Ich sehe, du hast einen Krug mit Met. Wenn du ihn loswerden möchtest, gebe ich dir ein Buch dafür. Na. So, jetzt habe ich das Buch. Das ist ein interessantes Buch, das du da hast. Ich würde dir dafür eine Mutter geben. Die ist aus einer Stadt namens Steamertown. Obendrein gebe ich noch ein Amulett dazu. Ja. Ein schönes Amulett. Ja. Möchtest du etwas kaufen? Okay, das war das. Was willst du denn mit dem Schädel? Überlass ihn mir. Ich gebe dir einen Ring dafür. In Ordnung? Okay. Du hast einen Pilz und einen Ring, wie ich sehe. Überlass ihn mir und ich gebe dir eine Eisenkugel dafür. Was meinst du? Nein. Hast du an diesem Ring hier Interesse? Für nur einen Drachenzahn ist er dein. Hm. Okay. Ist das etwa eine Mutter aus Steamertown?
So etwas ist reichlich selten. Ich gebe dir 15 Goldstücke. Schlägst du ein? Ja. Tut mir leid, aber mit dir möchte ich nichts mehr... Hast du an diesem Ring hier Interesse? Für nur einen Drachenzahn ist... Du hast einen Pilz und einen Ring, wie ich sehe. Überlass sie mir und ich gebe dir eine Eisenkugel dafür. Was meinst du? Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Für heute bin ich alles losgeworden. Okay. Tut mir leid. Gut, jetzt kann ich zu dem Spiel darunter, okay. Ups. Falsch abgebogen. Okay, gehe ich mal hier lang. Hier lang. Okay. Ich sehe, du hast eine Eisenkugel. Die Spielregeln sind einfach. Wirf deine Kugel so weit du kannst in Richtung Wand. Am Ende gewinnt, wessen Kugel näher an der Wand liegt. Sollen wir es mal versuchen? Ja. Ich zeig dir mal, wie das gespielt wird. Da spielt einer mit Magneten. Tja, du hast verloren. Wenn du wieder spielen willst, kannst du mich jederzeit fragen. Okay, gehen wir mal dem Magneten auf die Spur und entsorgen ihn ja gegebenenfalls. Ein Magnet. Mal schauen, was passiert, wenn ich ihn rumdrehe. Ich hab's geahnt, dass das ein Schwindler ist. Deswegen hat sie mich auch nie recken gelassen, die blöde Kuh. Ich sehe, du hast eine Eisenkugel. Ja, das kennen wir schon. Du hast gewonnen. Du kennst meinen Trick mit dem Magneten. Hör mal, wie wär's, wenn ich dir meine Wahlmünze gebe und du versprichst mir dafür, nichts zu verraten. Einverstanden? Das Spiel ist einfach. Meine beste Einkommensquelle. Sonst müsste meine Familie darben. Bitte. Darben? Ist also so, dass ich sterben? Auf jeden Fall, jetzt habe ich die drei Wahlmünzen und ich... Dann weiter. Ach da.
Meine Fresse, das ist eine Menge Goldmünzen hier. So. Hervorragend gemacht, Mel. Dank der drei Extra-Wahlmünzen, die du für mich besorgt hast, werde ich ganz sicher Handelsmeister bleiben. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Du hast mir bei den Wahlen wirklich sehr geholfen. Ohne dich wäre es mir wohl kaum gelungen, Handelsmeister zu bleiben und damit einen ehrlichen und fairen Handel in Schachtown und auf ganz Gothos zu garantieren. Lystard kann ja bei den nächsten Wahlen wieder antreten. Es tut mir leid, Melvin, dass du uns schon wieder so schnell verlassen willst. Unter meiner Anleitung wärst du bestimmt noch ein richtig guter Händler geworden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche dir viel Glück bei deiner schwierigen Aufgabe. Leb wohl! Um dir unsere Dankbarkeit zu beweisen und weil wir nun von deiner Mission wissen, gewähren wir dir jetzt Zugang zu den unteren Gemächern des Vulkans. Dort liegen unter anderem unsere Schatzkammern. Nimm dir, was immer dir attraktiv oder sinnvoll erscheint. Sei aber auch gewarnt, denn keiner von uns wagt sich mehr in alle Bereiche der tiefen Gemächer des Vulkans. Es gibt dort verschiedentlich Monster. Deshalb nimm auf jeden Fall dieses Amulett der Erfahrung von mir als Geschenk an. Es gibt dir die Möglichkeit, mit deinen Waffen zügiger und mit einer höheren Frequenz zuzuschlagen. Danke für das Amulett. Das ist sehr großzügig von euch, Handelsmeister. Ich werde mich der Wertschätzung würdig erweisen. Möge euer Handel stets florieren. Auf Wiedersehen in friedlicheren Zeiten. Möge die Macht mit dir sein, wieder. Daran denke ich mal nicht. Nicht, dass das irgendwie eine Verbindung haben muss. Ja. Boah, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das hier scheinen die Gewölbe unter Schachtown zu sein. Die Schatzkammer ist bestimmt groß und bewacht, also leicht zu finden. Diese Ornamente sehen eigentlich eher nach Old One-Kunst aus, als nach Schach. Sollte Arkan doch recht behalten und das hier der alte Ausläufer von Helmataros sein? Ja, das könnte gut sein. Okay, das dürfte der Amulett der Erfahrung sein. Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Okay. Okay, schau ich mich mal weiter um hier. Was zum... Lol. Funkenregen. Aua. Mistviech. Mist, ist zu spät.
Okay, Truhe. Oh, Sicherheitsquartiere unter dem Vulkan. Möchtest du wissen, wozu sie dienten? Ja. Unter dem Vulkan befinden sich besonders gesicherte Wohnanlagen der Old Ones, die vornehmlich den ranghöchsten Mitgliedern des BTS sowie den Mitgliedern des Hohen Rates als Wohn- und Versammlungsräume zur Verfügung stehen. Die hervorragenden Merkmale dieser Wohnsiedlung sind ihre abgelegene Lage und der strikt limitierte Zutritt. Teils werden die Räume auch zur Lagerung wertvoller Artefakte und Bücher genutzt. Okay, das habe ich schon gelesen. Was? Oh, keine Magie mehr. Mistvieh. Uiuiui. Anno 1602, gibt es nicht ein Spiel mit dem Namen? Komisch. Ja, dachte ich mir. Autsch, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Au. Okay, das heißt... Nö. Nö. Merkwürdig. Ich bin mir sicher, dieses Muster an der Wand hat mal anders ausgesehen. Ja, da war alles grün vorher. Merkwürdig. Ich bin mir sicher. Zu viel Licht verwirkt die Schatten. Okay.
Ja. Aua. Komisch. Merkwürdig. Ich bin mir... Obwohl, das habe ich noch nicht versucht. Okay. So. Erinnert mich an Lufia. Was? Stirb, du Drecksack. Oh, da ist noch ein Regenerationstrank. Ach, schmattiges Arschmannpack. So, ein Scheiß, ey. Zeichnis der Disziplinarmaßnahmen, möchtest du mehr über die Strafmaßnahmen der Old Ones erfahren? Ja. Eine der härtesten Strafen, die die Gemeinschaft der Old Ones kennt, ausspricht und verstreckt, ist das temporäre Eingeschlossensein in einem Stasisfeld. Nur wer mutwillig das Leben anderer Old Ones bedroht oder gefährdet, muss mit einer solchen Strafe rechnen. Je nach der Schwere des Vergehens beträgt die erzwungene Verweildauer des Missetäters im Stasisfeld zwischen wenigen Stunden und über 20 Mondzyklen. Ein einziges Mal wurde diese Strafe lebenslänglich verhängt, als man den Verräter Ramugard oder auch Dagoma verurteilte, da die Verurteilten im Stasisfeld sich weder fortbewegen können noch irgendwelche physischen Bedürfnisse haben, sind sie gezwungen, sich gedanklich auf die Auseinandersetzung mit ihrer Situation und deren Auslösern zu konzentrieren. So kommt es, dass dem Stasisfeld eine sehr stark läuternde Wirkung nachgesagt wird, denn nie wurde auch nur einer der so bestraften Missetäter rückfällig. Ups. Nein, hatte ich schon. Okay. Ich lasse mich darauf treffen. Im Reich des Lindwurms. Möchtest du dieses Buch lesen? Ja. Das Reich des Lindwurms ist immer ein unterirdisches, denn er scheut das Licht und die Nähe anderer Drachen. Lediglich zur Nahrungssuche und Aufnahme verlässt ein Lindwurm sein unterirdisches Versteck. Seine Leibspeise sind Jungtiere aller Art.
aber er scheut auch nicht vor dem Angriff auf Menschen zurück. Wo immer bekannt ist, dass ein Lindwurm sich eingenistet hat, sei den Wanderern und Passanten empfohlen, diesen Bereich zu meiden oder zumindest nachts nicht ohne eine große Fackel zu betreten. Denn Lindwürmer scheuen so viel grelles Licht. Strategische Planungsinstrumente. Mit mehr über strategische Planungsinstrumente der Old Ones erfahren, ja. Eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Armeeführer der Old Ones ist der unterirdische Kartenraum. In der Nähe des Vulkans. Dort gibt es vor den Blicken neugieriger Dritter gut verborgen eine Weltkarte von Gothos, auf der man alle aktuellen Veränderungen der Truppen der Old Ones auf Gothos live nachvollziehen kann, da deren Standorte angezeigt werden können. Je nach Wunsch des Betrachters kann diese magische Karte jedoch auch andere Aspekte des Lebens in Gothos darstellen. Dazu muss der Benutzer der Karte aber erst die Berechtigung von den Kartenwächter Al-Adlaran bekommen, der für seine Strenge berühmt und berüchtigt ist. Die Kunst der Abschirmung. Willst du mehr zu diesem Thema lesen? Ja. Um ihre magischen Maschinen vor Missbrauch durch fremde Hände zu schützen, haben die Old Ones die verschiedenartigsten Schutzmechanismen in die Maschinen eingebaut oder sie damit gekoppelt. Das wohl bekannteste Beispiel für solch einen Schutzmechanismus in Old Ones Manier ist die Uhr der Ewigkeit von Taros Winter. Sie schützt den Schutzschildgenerator, mit dem sie direkt verbunden ist. Sie schlägt die Stunden, Minuten und Sekunden der Ewigkeit, für die der Schildgenerator gebaut wurde. Solange diese Uhr tickt, funktioniert auch der Schildgenerator. Oh. Wäre nicht so gut, wenn Dagomar das wüsste. Was ich mir aber leider vorstellen kann, dass er das weiß. Mist. Vieh. Du. Mann. Ja, war ja klar, ne? Kommt mir komisch vor, der Raum. Naja. Was soll's. Uiuiui. Ich liebe den Schild. Aber wo? Lieben. Mein Lieblings-Item. Gehen wir mal zur anderen Seite rüber. Ramogat. Okay, wenn dazu ist. Schaffe Ordnung im Chaos. Bis. Soll was heißen? Zugang zu Schatzkammer und Kartenzimmer sind nur mit dem offiziellen Code möglich. Steve Brintar aus Residenz der Rassbegierer Militärführer. Planung der Evakuierungsmaßnahmen für Helmer Taros. Hüte dich vor dem Wurm. Der Mond hat vier Gesichter. Bedeuten mag. Ist hier noch was? Ja,
Hey, eine Menge Items. Cool. Cool. Einfach nur cool. Das ist gemein mit dieser Beordnung im Chaos. Ich muss das auf die Dinger hier schieben. Ach du Scheiße. Okay. Halt so. Schieberätsel hier, Schieberätsel da. Das hätte ich noch nicht davon genug gehabt. So, das darf das jetzt sein. Okay. Dann jetzt hier rein. Und bloß zu sehen, dass ich da nicht reinfalle. Das war sogar richtig tödlich. Okay. Das nicht mehr gelingt wie beim ersten Mal hier. Mist! Ja. Genau. Ernsthaft. Ernsthaft. Verarsch wieder nass. Thank you.
Bis. Jetzt haben sie aber mit Tötung gerade, oder? Oh, zwei weitere noch. Dum, 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 dum. Schön. Wow, das war verfickt nochmal knapp. Fuck. Was? Okay. Okay, hier hat jemand randaliert. Das sieht man doch. Brandpfeile, okay. Wie auch immer die Kiste jetzt gedacht ist, ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde sie eventuell gleich sehen. Schau ich mal, ob das funktioniert, diese roten Dinger so ein bisschen zu überdecken.
wofür auch immer das dient. Ein Plan, was hier von mir verlangt wird. Bin ich euch gekommen. Puh, was wollen die von mir? Ich weiß noch nicht mal, wofür dieser Schalter hier überhaupt gut ist. So ist das hier alles gut. Hm? Was mir einfällt, jetzt hier wieder zurückzugehen. Okay, das bringt auch nichts. Was zum... ob das funktioniert.
Scheiße. Okay. Speichern. So. Gut, dann würde ich sagen, was das für diesen Part. Bis zum nächsten Mal.